da eine Lust zu. Moin YouTube, moin meine lieben Abonnenten und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel. Ihr seht schon, mein Mikrofon schlägt da aus. Wir spielen heute Don't Scream. Ein Spiel, vor dem ich mich eigentlich drücken wollte, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich komme da nicht drum rum. Und ich habe ja auch Bock drauf. Es ist eine richtig, richtig geile Idee von dem Entwickler. Wir müssen überleben. 18 Minuten lang im Wald. Ohne zu schreien. Das Mikrofon ist auf sehr, sehr, sehr empfindlich eingestellt. Und es gibt Jumpscares in diesem Wald, in diesem Spiel, innerhalb dieser 18 Minuten. Diese 18 Minuten laufen, wenn wir uns bewegen. Und wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir stehen, bleibt die Uhr auch stehen. Das heißt, wir können nicht einfach nur mal stehen bleiben. Seht ihr, das wäre schon gewesen. Im Übrigen, sorry, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, as fuck, ey. Wenn wir stehen bleiben, dann läuft die Uhr nicht. Wir müssen uns 18 Minuten lang bewegen im Wald. Und nicht schreien. Sollten wir schreien und der Pegel über diese Linie rübergehen, fangen wir von vorne an. Ja. Ich möchte nicht, aber ich möchte. Digga, wir gehen einfach mal rein. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was drehen müssen oder ob das passt. Das können wir. Okay, wir können nur Japanisch und... okay, alles klar. Oh. Okay, komm. 18 Minuten starten ab jetzt. Das war's schon. Oh Mann, wie soll ich das dann überleben? Oh, kennt ihr diese eklige Kröte im Hals? Die so gefühlt einfach immer raus muss und irgendwie da kommt. Manchmal hat man so Tage. Ah, okay. Ich muss flüstern. Sonst wird das hier nichts. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Okay, jetzt schon eine erwischt anscheinend. Was ist das denn jetzt da? Okay, jetzt ist weg. Don't Scream habt ihr gerade gesehen, heißt das Spiel. Ist das Flugzeugsitze? Ist das da hinten eine Straße, die nach oben geht? Oder was ist das? Ich bin jetzt schon angespannt, as fuck. Das Spiel ist in der Unreal Engine 5 gemacht. Den 5 und natürlich diese Camcorder-Optik. Ja, das macht es nochmal umso schlimmer. Was ist das? Das ist ein Automat. 16 Minuten noch. Können wir da irgendwas machen? Okay. Alter. Mein Glück habe ich schon Sport gemacht heute. Ich bin also etwas ausgelastet. Okay, das hat alles weggefetzt hier. Ich höre was. Es wird dunkler, glaube ich, ne? Oder? Es wird dunkler.
Selbst das erschreckt mich. Das war ein Absturz, würde ich sagen. Okay. Alter, habe ich mich erschrocken. Ey, der hat das nicht mitgekriegt, oder was? Jetzt ist es dunkel. Nein. Das ist der absolute Albtraum, Mann. Wartet mal. Ich muss es ein bisschen schwerer machen. Automat, ne? Was? Geht jemand mit seiner Taschenlampe? Ich bin voll angespannt. Nein, das war dieses Ticken zu laut. Scheiße. Scheiße. Warte mal, ich muss mal ganz kurz im OBS, ich muss mal eben meinen Filter ausstellen für die Rauschunterdrückung. Denn ich glaube, ich hätte da eben schon sterben müssen. Boah, ich habe richtig gebrüllt, Mann. Nee, ich habe gar keine Rauschunterdrückung drin. Aber ich habe es im... Nee, ich habe keine Rauschunterdrückung drin. Okay, weiter geht's. Flugzeug. Da geht's wieder los im Flugzeug. Ich werde versuchen, weniger zu reden, ja? Ihr seht ja alles. Und ihr wisst ja, worum es geht. Ich gehe auch direkt mal hier hinten hoch.
Atmosphäre ist absolut geil. Friedhof. Ich muss aufpassen mit dem Reden. Jetzt bin ich zu nah gekommen am Mikrofon. Ich gehe den Weg nochmal ab bis dahin und dann hole ich euch wieder dazu. Ne? Ich muss echt aufpassen mit dem Reden. Ich muss es einfach ganz lassen. Ich gebe einfach irgendwelche Zeichen oder so. Ja? Ihr seht mich ja eh. Siehst du, ich darf nicht sprechen. Also bis gleich. Ich gehe wieder zum Friedhof und dann hole ich euch dazu. Es wird dunkler. Thank you.
Geschafft. Was jetzt? Congratulations. You didn't scream for now. For now. Alter Schwede. You survived 81 scares in total. 81 Jumpscares haben wir überlebt. Ich habe mich zwischenzeitlich auch wirklich, wirklich, wirklich zusammengerissen, muss ich echt sagen. More dynamic scares. Das ist, schade, jetzt ist weggegangen. Das ist nur Early Access, ne? Es soll nur, es fängt so erstmal an. Viewer discretion is advised. Don't scream, contents flashing lights. Okay. Das ist eine Early Access, das Ganze. Play in a room with the lights turned off. Also dunklen Raum am besten. Ist jetzt gerade schlecht möglich. Lautstärke auf Maximum, Mikrofon und so. Guck mal, da bin ich schon drüber, wenn ich mich erschrecke. Oh, bist du direkt drüber. Das war nur leise, ne? Aber ich hab mich so gezwungen, ich habe immer wieder innerlich mit mir selbst gesprochen und gesagt, halt die Klappe, wenn du dich erschreckst. Schrei nicht, schrei nicht, schrei nicht. Am Anfang war ich natürlich einmal raus, aber das gehört dazu. Das macht schon mega Laune, so ein Game, aber mir hat ein bisschen was gefehlt. Mir hat ein bisschen dieses Tiefgründige gefehlt. Nachher zum Ende hat man gemerkt, so ab der Minute 2,5 oder so, ne, hat das Spiel dich nur noch versucht, mit diesen Jumpscares von unten, die Gesichter, die hochkommen, zu erschrecken. Ich möchte mich eigentlich gar nicht beschweren, weil das schon eine mega, mega geile Idee ist. Das Ganze in diesem Wald und dieses Feeling und hast du nicht gesehen, das ist schon extrem gut gemacht. Muss erstmal auf die Idee kommen. Und man darf natürlich keine Kröte mal zahlen, wie ich derzeit hätte. Das ist nervig. Aber zum Beispiel, wo wir zu diesem Haus gekommen sind und da durchgeguckt haben, durch diese zerbrochenen Scheibe und ich so ein bisschen zurückgegangen bin, weil ich dachte, jetzt muss was kommen. Das ist so, diese Stelle war prädestiniert dafür. Da hätte man zum Beispiel was einbauen können. Wenn da irgendwie ein Gesicht um die Ecke gekommen wäre oder so eine Hand, die nach dir greift so schnell oder sowas, mit so einem, mit irgendeinem Ton dazu, ich hätte rumgeschrien wie ein kleines Mädchen.
Weil das sind so diese Situationen. Oder wenn auf einmal jemand hinterm Baum hervorspringt oder so. Irgend so ein Wesen, weißt du, total blass. Keine Ahnung, irgendwie. Irgendwie sowas in der Art. Naja, auf jeden Fall ist es Early Access und das Ganze, das soll noch besser werden, ja. Soll sich noch erweitern und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt und hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Wenn es weitergeht mit der ganzen Geschichte hier. Hey, sollte euch das Ganze gefallen haben, abonniert das Ganze gerne. Liked das Video, das würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, bis Baldinski und haut rein. Tschüssi.